Hurra, hurra, es ist vollbracht. Sechsmal hat der SV Werder Bremen hier in dieser Red Bull Arena einen auf die Nase bekommen. Jetzt gab es den ersten Punkt hier bei RB Leipzig. 1:1 hat der SV Werder Bremen gespielt. Und ich könnte jetzt richtig jubeln, weil das ist eigentlich schon ein Top-Ergebnis bei einem Champions-League-Club. Aber so ein bisschen ärgert man sich, ne? Weil hier war mehr drin. Hier war wirklich mehr drin. Ich lese euch mal was vor. Ich habe das mal mitgebracht. Wenn das einer vorher gesagt hätte, kannst du, glaube ich, viel Geld mit verdienen können. Gut, die Leipzig haben 13:10 Torschüsse gehabt. Aber Ballbesitz, Werder mehr Ballbesitz mit 54% als die Leipziger. Zweikämpfe, gut, klar. Da haben sich auch voll reingehängt, die Bremer, also 52% gewonnen, aber Ecken ist fast ausgeglichen, abseits auch. Und dann jetzt Achtung, 12-mal mussten die Leipziger faulen, Werder nur 6-mal, wenn ich es Falsches erzähle. Also und mehr Flanken hatten die Bremer auch noch. Also wirklich eine richtig starke Leistung, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Von einer perfekten Halbzeit haben die Spieler hinterher gesprochen. Egal wer es war, Marco Friedl, Leo Bittencourt haben wir miteinander gesprochen. Auch Marvin Ducksch hat das gesagt. Auch der Trainer sagt hinterher, wir sind stolz auf diese erste Halbzeit, in der im Prinzip Werder am Optimum gespielt hat. Das hat Ole Werner hinterher nochmal deutlich gesagt. Der war wirklich mächtig stolz auf sein Team. Aber sein Gegenüber Marco Rose hat gesagt, wenn ihr am Optimum wart, dann waren wir da aber ganz weit von weg. Naja, das war jetzt nicht so die gefallene englische Art, aber egal, die waren natürlich enttäuscht, die haben auch nicht gut gespielt, die haben ein bisschen Sommerfußball gemacht, aber komm, wir gehen davon aus, es lag an Werder und ja, dann gab es ein Eigentor durch Seiweit, erzwungen ein bisschen von Woltemade, dann Sesko hat dann aber in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich geschafft, ärgerlich, am Ende des Spiels gab es noch richtig gute Chancen, nicht ganz zu Ende gespielt, Romano Schmidt zweimal große Möglichkeit zum Pass nach vorne, um da mehr rauszuholen, ja, so blieb es hinter beim 1:1 und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die ist kaum zu glauben, wir haben nämlich dann hinter so Marco Friedl gefragt, sag mal, eigentlich müsste eure Saison noch weitergehen. So gut, wie ihr drauf seid im Moment. Sagt, nee, wir sind alle total platt. Na, du hättest heute nur mal beim Mittagessen sein müssen. Da wurde nur gehustet und gestöhnt. Ganz viele Spieler krank gewesen. Die Hälfte der Mannschaft erkältet. Und dann so eine Leistung hier. Wirklich, Chapeau, Hut ab. Aber ärgerlich ist es deswegen, weil Europa, da wäre ein großer Schritt möglich gewesen. Aber es ist immer noch alles drin. Es ist noch alles drin. Muss ein bisschen gerechnet werden. Und irgendwie sind sie auch alle stolz darauf, dass sie am letzten Spiel gegen Bochum noch was erreichen können. Kommt ein bisschen darauf an, was Hoffenheim jetzt noch macht. Aber die Conference League, die ist noch irgendwie möglich. Und wenn man sich so angeschaut hat, wie sich diese Mannschaft hier präsentiert hat, dann sollte auch gegen Bochum Dreier drin sein. Und was hat Leo Bittencourt gesagt? Die Hütte wird noch mal brennen im Weserstadion in Bremen. Und das glaube ich auch. Deswegen, also wirklich starke Leistung hier von der Mannschaft bei einem wirklich guten Gegner. Der hat ein paar Ausfälle, aber komm, was interessiert uns, wer bei Leipzig ausgefallen ist. Wir ziehen den Hut vor Werder Bremen. Ihr schreibt mal unten rein, was ihr von der Leistung gehalten habt und ob ihr noch an Europa glaubt. Ich habe da so ein Gefühl, am letzten Spieltag könnte alles gut werden. Bis dann. Alles weitere lest ihr in der Deichstube. Wie immer, ciao aus Leipzig.